Hallo und willkommen bei My Yu-Gi-Oh! TCG. Ich habe mal wieder eine vergessene Yu-Gi-Oh! Karte für euch und heute geht es damit um Wolkenstadt. Ja, Wolkenstadt ist ein Wind-Synchro-Monster der Stufe 9. Vom Typ Maschine mit 0 Angriffs- und 3000 Verteidigungspunkten. Als Synchro-Material braucht man einen Empfänger plus ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Der Effekt sagt: Wenn dieses Monster synchro beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 in deinem Friedhof wählen und es spezial beschwören. Monster der Stufe 8 oder niedriger können nicht im gleichen Spielzug angreifen, indem sie normal oder spezial beschworen werden. Dann haben wir hier das Artwork dieser Karte, finde ich persönlich sehr, sehr schön. Erinnert mich im ersten Moment ein bisschen an den Ghibli-Film. Das Schloss im Himmel ist aber doch ein bisschen anders. Man kann hier zum Beispiel auch einen Adlerkopf erkennen. Das finde ich sehr schön, diese ganzen Details. Hier diese beiden Inseln, ein bisschen wie die Flügel. Hier hinten, das könnten so die Schwanzfedern sein. Würde zu einem Windmonster passen, dass man das Ganze hier ein bisschen, ja, im Vogelstil gehalten hat. Was mich tatsächlich wundert, ist, dass es sich hier um ein Maschinenmonster handelt. Ich hätte tatsächlich vermutet, dass es ein Felsmonster sein könnte. Ich hätte es auch ganz nett gefunden, wenn es ein Felsmonster gewesen wäre. Aber okay, Maschine hat ja auch etwas für sich. Ja, ansonsten ein sehr, sehr schönes Bild. Es wirkt doch ein bisschen mittelalterlich, dieses Schloss. Dann, dass es diese Fähigkeit hat zu fliegen. Ja, das ist so ein bisschen Frühindustrialisierung. Einfach so dieser Traum, dass man ein magisches Schloss hat, welches in der Luft schwebt, ganz ohne moderne Technologie. Das finde ich einfach wirklich schön. Das ist ja einfach so eine Traumvorstellung, wie das eben beim Schloss im Himmel dann auch ist. Ja, wie bin ich auf diese Karte hier gekommen? Tatsächlich über den guten Jack Hetmes, denn der hat diese Karte auch in seine Sammlung aufgenommen und da hatte ich sie gesehen und dachte, hey, die gefällt mir. Und dann habe ich sie irgendwann mal bei einer Bestellung mitbestellt, weil ich sie einfach ganz gerne haben wollte. Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass man diese Karte nicht in einer Holo-Version bekommen könnte. Da wird Jack Hetmes jetzt natürlich widersprechen. Er ist ja bekanntlich Common-Kartensammler und er sagt ja auch immer, es geht ihm um die Karte an sich. Ja, verstehe ich vollkommen, aber ich muss sagen, dass eine Ultra-Rare-Variante bei dieser Karte hier wahrscheinlich sehr, sehr schön ausgesehen hätte. Ich hätte mich zumindest darüber gefreut. Ja, spieltechnisch ist es jetzt eine Karte, die ich nicht unbedingt benutzen würde. Es ist im heutigen Spiel nicht mehr so, dass man besonders auf die Monsterangriffe angewiesen ist. Vieles läuft ja doch über die Effekte oder die Effekte sind es ja hauptsächlich, die die Spielbarkeit einer Karte ausmachen. Und wenn jetzt die Wolkenstadt eben diese Monsterangriffe aufhält, das ist schön und gut, aber in der nächsten Runde greifen sie dann doch wieder an. Es ist einfach kein ausreichender Schutz und da ist ein Schutz vor Monstereffekten doch ein bisschen wichtiger als der vor Angriffen. Ja, nichtsdestotrotz ein schönes Stück, ein wirklich sehr schönes Artwork zum Sammeln, absolut geeignet. Schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Karte? Besitzt ihr sie vielleicht sogar oder werdet ihr euch sie holen? Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und ciao.